Die Eiche ist ein Wappenbaum und ihre Blätter sind auf Urkunden, Münzen oder dem Siegeskranz zu finden. Aus ihr werden Wein- und Whiskyfässer hergestellt und das Furnier für Omas Schrankwand. Im 18. Jahrhundert entstand ein patriotischer Kult mit Liedern und Gedichten um sie. Und die Eiche gilt seitdem als der deutsche Baum. Dabei war die Eiche schon immer Kult. Bei mir geht es immer um den Garten und heute geht es um die Eiche. Die Eiche war Heiligtum bei den Germanen und Kultstätte bei den Kelten. Unter Eichen wurden Gerichtsverhandlungen abgehalten und religiöse Feste wurden gefeiert. Auch Griechen und Römer hatten Eichenkulte und die Eiche war die Königin des Waldes. Sie durfte nicht gefällt werden und so entstanden dichte Eichenwälder mit vielen hunderte von Jahren alten Eichenbäumen darin. Stattliche und alte Eichen kann man heute nur noch an wenigen Orten in Deutschland bestaunen. Zum Beispiel im hessischen Reinhardswald. Dort steht unter anderem die 550 Jahre alte sogenannte Gerichtseiche. Eine der ältesten Eichen in Deutschland, die Frederikeneiche, die geschätzt 1200 Jahre alt ist, steht in Niedersachsen. Die Eiche mit dem dicksten Stammumfang, die Kattholzeiche, wurde in Schleswig-Holstein vor ungefähr 500 Jahren gepflanzt. Und ihr Stammumfang beträgt 13,20 Meter. Und dann gibt es noch in Mecklenburg-Vorpommern den Park der tausendjährigen Ibenacker Eichen. Darunter soll wohl auch die älteste Eiche Deutschlands sein. Unten sind die Links zu den Bäumen. Doch die Eiche ist nicht nur Kulturgut, sie ist auch der Baum, auf und von dem die meisten heimischen Tiere leben. Bis zu 500 Arten leben von der Eiche. Käfer wie der Prachtkäfer, Schmetterlinge, Vögel und Säugetiere. Die Eiche bietet Nahrung für Vögel wie den Eichelhäher, Eichhörnchen und Wildschweine. Sie bietet Unterschlupf für Waldkäuze, Fledermäuse und viele andere Tiere. Weltweit gibt es 600 Eichenarten. In Deutschlands Wäldern wachsen meist zwei davon, nämlich die Traubeneiche und die Stieleiche. Die beiden lassen sich anhand ihrer unterschiedlichen Blätter und am besten über ihre Früchte die Eicheln unterscheiden, die bei der Stieleiche eben an einem langen Stiel hängen, oft paarweise, und bei der Traubeneiche zu mehreren, wie Trauben eben, an kurzen Stielen hängen. Bei den Blättern ist es dafür genau umgekehrt. Kurzer Stiel, Stieleiche, langer Stiel, Traubeneiche. Über ihren bevorzugten Standort lassen sich die beiden auch gut unterscheiden. Denn die Traubeneiche mag es eher trocken und die Stieleiche wächst eher an feuchten Standorten. Exotische Eichen wie die Roteiche oder die Sumpfeiche wachsen hier eher in Parks. Letztere trägt auch den Beinamen Regierungsbaum, weil nach dem Bau des Berliner Regierungsviertels dort einst 600 Sumpfeichen angepflanzt wurden. Fünf interessante Dinge über Eichen. Auf Eichen und vielen anderen Bäumen wachsen Flechten, die auf den Eichen Eichenmoos genannt werden. Dieses Eichenmoos nutzt die Parfümindustrie. Das Eichenmoos verleiht Herrenparfüms ein intensiv, würzig, erdig und moosiges Aroma, das so nur auf den Eichen als Unterlage für das Eichenmoos entsteht. Medizinisch kann die Eiche auch einiges bieten. Ihre Gerbstoffe wirken gegen Viren und Bakterien. Genutzt wird die Rinde als Tee, zum Beispiel bei Verdauungsproblemen oder als Extrakt in Badezusätzen, bei Hauterkrankungen oder Verletzungen der Haut. Eichen wachsen eher langsam. Erst mit 25 bis 60 Jahren, je nach Art, blühen sie auch zum ersten Mal und bekommen natürlich auch erst dann erste Früchte. Die Eiche ist ein Mastbaum. Das heißt, sie trägt alle 6 bis 12 Jahre sehr viele Früchte und in den dazwischenliegenden Jahren eher wenig oder gar keine Früchte. Das Phänomen gibt es auch bei Obstbäumen. Dort nennt sich das Ganze dann aber Alternanz. Und ein Apfelbaum zum Beispiel hat nur einen Zweijahresrhythmus, in dem es mal viele oder wenige Früchte gibt. Symbiose. Der Eichelhäher ist der perfekte Eichengärtner. Er sammelt im Herbst bis zu 2000 Eicheln,
vergräbt sie ordentlich im Waldboden, meist auf Lichtungen oder an Waldrändern, was die Eiche, die viel Licht braucht, liebt, und weil das viel zu viele Eicheln für einen einzelnen Eichelhäher sind, kann er die gar nicht alle aufessen. Und so mancher Eichenbaum im Wald wurde so von einem Eichelhäher gesät. Danke, sagt die Eiche und spendiert weiter Eicheln. Das war's zu den Eichen. Ich bedanke mich auch, und zwar fürs Zusehen. Ich würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben oder ein Abo sehr freuen. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei Gibi Garten. Tschüss.